Hier sehen wir erstmal die Schlagzeile 3:1 gegen FC Aberdeen. Glasgow marschiert weiter zum nächsten Titel. Ich weiß gar nicht, wie viele das mittlerweile sind. Über 50 bestimmt schon. Und da ist Gary Oliver. Markiert Siegtreffer für die Hearts im Spitzenspiel. Ja, ein Spitzenspiel, wenn man das so möchte, Platz 2 gegen Platz 5. Kommt ungefähr hin. Also wenn man das nach den Maßstäben des Managers eben anlegt. Ansprache fehlgeschlagen. Ja gut, es kann passieren. Es war optimistisch, dass wir da Tabellenführer werden. Aber man muss auch schon mal was riskieren. Ansonsten wird es ja langweilig. Mannschaft der Woche. Vor allem Öztürk. Gebe ich das jetzt mal sehr, sehr gerne mit. Letzten Sieg verdanken wir dir. Da habe ich noch nie gesehen, dass das irgendwas Positives hervorgebracht hat, dieser Kommentar. Denn lieber super letztes Spiel oder eben großes Lob sagen. Das war mein Durchbruch. Mit 20. Normalerweise kommt es von den ganzen Halbstarken, von den 17-Jährigen, wenn du denen das sagst. Gut trainiert, sehr verbessert. Ich glaube, bei ihm mache ich jetzt mal das Exempel. Ne? Ihm sage ich das jetzt mal. 3 Moralpunkte. Denn der hat sich verbessert. Der war ja verletzt gewesen, der ist jetzt 17 Jahre alt, der hat trotzdem seine Tore geschossen. Über 10, das ist ein richtiger Erfolg, dass das funktioniert hat. Stadionkontrolle, 20.000. Ja, die Bauaufsicht hier wieder. Ja, ja. Komm, haut ab. Sonntag, 10. März 2013. Wir gehen ein Stückchen vor noch, dass das Autosave kommt. Ich hoffe zumindest, dass es kommt. Ich habe das letztens vermisst. Da sind einige Verträge, die verlängert wurden. Theo Walcott für Arsenal. Johnny Evans für Manchester United, genauso wie Ashley Young. Leverkusen mit Bönig und Spajic. Spajic hat ja sogar wirklich verlängert, vor kurzem. So lange ist er noch gar nicht her. Genauso wie Karim Bellarabi. Zlatko Junuzovic nicht. Das weiß ich. Also der ist noch da in Verhandlungen. Also finde ich nicht schlecht. Also manchmal der Manager doch mit der Realität ganz gut im Bunde. Jetzt habe ich wieder nicht gesehen, ob das Ding hier zwischengespeichert hat. Da muss ich das gleich immer selber machen. Nicht, dass da irgendwas passiert. Viertelfinale. SFA Cup. Da sehen wir, dass Aberdeen die nächsten Rückschläge leiden muss. Gegen Kilmarnock fallen sie raus nach Elfmeterschießen. Dann die United verliert mit 3:4 nach Halbzeitführung gegen die Raith Rovers. Ganz, ganz stark. Hier mit 4 Toren. Gordon Smith in der 100. Minute mit dem Siegtreffer. St. Johnston mit dem 2:0 gegen Dunfermline auswärts. Und die Berwick Rangers im Elfmeterschießen 11:10. Das muss ein ganz, ganz geiles Spiel gewesen sein gegen Inverness. Damit im Halbfinale. Stellt euch mal vor, die schaffen das noch ins Finale zu kommen. Und spielen dann, ja, gut. Man kann das jetzt nicht unbedingt sagen. Also, die Großen sind ja raus. Dann die United ist weg. Celtic schon lange. Aberdeen ist heute rausgeflogen. Das heißt, die Gegner sind St. Johnston, Raith und Kilmarnock. Da hat keiner einen Platz sicher. Also, das heißt nicht unbedingt, dass wenn die jetzt ins Finale kommen, dass die dann auch international spielen dürfen. Ist eigentlich schade. Weil sowas finde ich immer klasse. Wir machen mal Pause. Genau das Ding wollte ich haben. Band. Was? Band doch nur angerissen. Warte mal, wenn das natürlich jetzt El Hasnaoui wäre, dann wäre das gut. Chris Baird hat abgelehnt. Oscar Goban hat auch abgelehnt. Ja, nee, Gordon O'Reilly. Ach Mensch. Ja gut, für den Jungen ist es nicht schlecht. Wird schnell wieder verheilen. Für den ist es nicht schlecht. Der wird zwar keine Zukunft haben bei uns. Aber ja, Kreuzbandriss ist halt ein bisschen länger als ein anderes, ne? Die B-Junioren, da habe ich letztens gelesen, dass das anscheinend buggy ist im Manager, weil die immer gut sind. Egal, ob die jetzt da kein Talent haben oder nicht. Da sieht man auch hier wieder 4:0 unsere B-Junioren gegen Codenbeath. Rob Corrigan mit 3 Toren. Scouting abgeschlossen. Da auch nochmal Jugendspiel vor Topspiel. Jugendmannschaft. Jugendspiel vor Topspiel ist auch schön. So. Ich werde jetzt mal gerade dem Wunsch nachkommen. Wo war das denn, diese Aktion, glaube ich, hier Spitzname? Genau. Das passt einfach so gut. Das passt einfach so gut, ne? Demnächst vielleicht, wenn nochmal so eine Möglichkeit aufbloppt, so nach dem Motto, hier Handspiel, wird befragt vom Schiedsrichter, streitet das ab, Tor zählt, ne? Das wäre natürlich dann perfekt. Dann hätte er seinen Spitznamen wirklich dann weg. Aber so ist auch schön, ne? Das kam dann einfach aus diesem Versprecher raus. Jordan McGee, wir haben keinen Stürmer, ne? Wir haben keinen Stürmer. Da muss ich mal gucken, ob vielleicht irgendwas möglich wäre. Christopher Bell hätte es eigentlich verdient. Mit einer 43, 17 Jahre alt, was haben wir hier in der B-Jugend? Nee, das sieht man schon. Also der ist deutlich der Stärkste. Deswegen, also für diese 3 Wochen, wo der jetzt fehlt, dann werde ich ihn mitnehmen. In den Kader berufen. 3 Wochen, erste Mannschaft.
Und wer spielt denn dann jetzt da? Ja, die haben ja noch zwei Stürmer, ne? Das ist nicht das Problem. Sind natürlich trotzdem geschwächt, aber mal ganz ehrlich, also die Gegner sind auch nicht besser. Von daher sehe ich das ganz locker. Da sehe ich das ganz locker. Der kommt natürlich dann mit. Auf die Bank, für ihn ist es super. Dann kann ich ihm was sagen, vielleicht. Aktion, Spielernamen ändern, Vertrag, ne, kann ich nicht. Na, ist eigentlich auch klar, ne? Du kannst mich nicht mit Jugendspielern sprechen. So, leider Gottes hat sich das hier zerschlagen. Ihr seht, ist nichts mehr da. Blickfeld. Ich habe wieder zwei reingepackt. Hier den Goban können wir leider mal rausnehmen. Und zwar einen, den ich sehr interessant finde. Max Christiansen von Rostock. Defensivspieler. Das wäre natürlich ein absoluter Perspektivmann. Wenn man jetzt sagt, wir spielen mit Buaben, mit Gomis. Das sind ja zwei defensive Mittelfeldspieler. Gehen wir in die neue Saison. Wir werden eben Christiansen versuchen aufzubauen, je nachdem. Denn der Vertrag läuft aus. Der verdient überhaupt nichts. Wir werden mal gerade gucken, wo der gespielt hat in der Saison bis jetzt. 3,75. Ja, der hat wirklich für Rostock gespielt. In der dritten Liga. Das ist nicht schlecht. Also hat er seine Ausbildung wirklich bekommen. Wir könnten mal, ich werde mal gerade gucken, ob wir das vielleicht, das könnte wichtig werden. Transfervorbereitungen. Ich will ihn in meinem Team haben. Das passt. Also ich will das jetzt hier nicht überstrapazieren. Also ich meine, deutscher Trainer ist okay, ne, wenn man dann mal einen Landsmann, einen bekannten Spieler holt. Aber das soll jetzt hier keine Überhand nehmen. Also sprich nach dem Motto, dass dann da auf einmal bei einer schottischen Mannschaft die Hälfte der Startelf aus deutschen Spielern besteht. Auf gar keinen Fall. Das würde ich dann wirklich gerne vermeiden. Aber so einer, das fände ich schon ganz klasse. So unser, ich mal sagen, Zielspieler, den wir dann mitnehmen. Aber naja, gut, Rostock, dritte Liga, er hat es leider abgelehnt. Da kann man nichts machen. Da kann man leider nichts tun. Ich werde ihn immer mal drin lassen. Vielleicht ändert sich das. Und dann haben wir noch einen Stürmer. Jean-Louis Agpa-Agbro von den Drelma Rovers. Der ist 28, hat eine Stärke von 65, ist auf 5 gescoutet. Das ist der Mann hier, der beim FC Toulouse damals gespielt hat. 37 Partien, 4 Tore. Dann wissen wir es nicht. Also ist die Karriere eher den Bach runtergegangen. Den könnten wir uns holen. 17 Spiele, 2 Tore. Ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich vorstellt. Aber wir können nicht auswählen, Leute. Das ist es halt, ne? Wir können leider Gottes nicht auswählen. Das ist ein sehr, sehr schneller Spieler. Können wir mit die Schiene kommen. Ist ja meine Hoffnung, dass wir nicht immer nur einen Strafraumstürmer kriegen, sondern mal irgendwas anderes. Ich muss mal gucken. Ja, finanzielle Schmerzgrenze. Das hier sieht nicht schlecht aus. Könnte sich das durchaus vorstellen. Ich sehe für mich derzeit auf dem Markt durchaus Chancen. Aber es ist jetzt nicht negativ für uns gesehen. 145, das würde absolut funktionieren. Mindestens 3 Jahre ist nicht wenig, ne, für einen Mann, der 28 ist. Dann müssten wir den Vertrag, glaube ich, dann wirklich leistungsbezogen machen. Einige Male spielen ist okay. Mittelfristig bis zu Stammspieler kann ich jetzt nicht sagen. Aber gut, wenn er 65 das annähernd stimmen würde, dann wäre der schon relativ stark. Das hier nehme ich weg. So. Aber wir können eben, ihr habt es ja gemerkt, bei den ganzen Spielern, wo wir jetzt versucht hatten, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich will auch eigentlich gar keine Option geben, weil der 28 schon ist. Torprämie. Da wird's dann ordentlich. Ich denke mal, ein 1000er ist okay, wenn ich das mache. Auflaufprämie 500. So, dass der sich wirklich reinhängt. Die Aufstiegsprämie. Da nehmen wir einen 10er. In die Hand, erstes Länderspiel. Ich glaube zwar nicht, dass der das schaffen wird, aber dann gibt's 120 oder neben 100. Ist okay, 100. Und wenn er geht, 10%. Dann eben für ihn. Von der Ablösesumme. Ja, und jetzt ist die Frage, wie weit kann man hier noch runtergehen? Ne? El Hasnaoui hat 100.000 bekommen damals. Das ist ihm zu wenig, deswegen wir fangen bei 120 an. Er verdient jetzt 200. Aber man muss eben dann abwägen. Es ist besser, eben einen Vertrag sicher zu haben für den Sommer als arbeitslos. Ne? So würde ich das jetzt sehen. Also 120, das versuchen wir. Vielleicht ihn zu bekommen. Das Gute ist halt auch, dass er Englisch kann. Vielleicht, wenn wir einen französischen Spieler holen, könnte ja passieren, dann hätten wir mit ihm jemanden, der ihm mit der Sprache helfen könnte. Ich wähle meine Spieler natürlich jetzt nicht dadurch aus, das ist auch klar. Ist auf Transferliste, Angebot abgegeben, das ist okay, wir haben noch einen Tag, bis wir dann die Queen of the South empfangen. Bei uns im Tyne Castle Stadium. Zuschauer 8000. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, ganz ehrlich, weil wir natürlich jetzt locker noch hier aufsteigen können. Locker noch. 623 in der Mannschaftsstärke. Ganz, ganz schlechte Saison. Ganz, ganz schlechte Form. Deswegen, ne? Also die Begeisterung ist nicht so hoch.
in Edinburgh, zumindest nicht, was unsere Fans angeht. Was ich ein bisschen schade finde. Aber da machst du nichts. Lucas Neal, 2,73. Also der macht es nicht schlecht für die Race Rovers. Jetzt gegen Hibernian. Spiel 3 gegen 4. Falkirk zu Hause gegen die Rangers. Ah, die haben erst ein Spiel gewonnen. Die haben erst ein Spiel gewonnen aus 18 Partien. Zweimal unentschieden, 15 verloren. Das ist natürlich noch aus der Zeit, als beide Mannschaften erstklassig waren. Und wir sind das dritte Topspiel. Bislang 3 Spiele gegen QRS und 3 Siege. Es ist klar, wo wir hinaus wollen. Wir wollen den vierten Sieg in der vierten Partie gegen diesen Gegner eben holen. Was haben wir hier? Petru Petean. Theoretisch gesehen, wenn jetzt gar nichts mehr passt mit dem Gehalt, wenn wir gar keinen Spieler mehr verpflichten, dann würde ich versuchen, den oder ihm ein Angebot zu machen. Ich kann es jetzt auch mal probieren. Also ganz dumm. Aber ihr seht schon, das ist viel. Das ist wirklich viel. 2 Jahre. Gut, erste Mannschaft, das ist schon mal gut. Aktuelle Saison, nächste Saison. Ich versuche mal hier weniger zu geben. Muss ja nicht gleich hier ausrasten. So, 100 ist viel. 85. Das ist natürlich jetzt die Hälfte von dem, was als Empfehlung da stand. Aber zumindest immer die Möglichkeit, es zu versuchen. Und die Verlockung erste Mannschaft ist eben auch da. So, möchte ich zunächst besprechen, das wissen wir ja. Der Jugendspieler hat das Trainingsziel erreicht. Ich glaube aber nicht, dass der gut ist, sonst hätte der nämlich hier welche eingestellt. Ah, ein Sahneschnittchen, ein absolutes Sahneschnittchen, was wir da haben. Leute, Leute, Leute. Ich glaube, ich müsste auch nochmal ausmisten da, demnächst. Also zumindest ein wenig. Na, ihr wisst ja, wie ich das mache. Keinen Vertrag gegeben. Es gibt keinen mindestens sehr guten Jugendspieler. Lieber Fußballmanager, den haben wir nicht. Ja. Wir haben höchstens Petean. Ansonsten ist da nichts. Der Cameron, möglicherweise. Aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Mit 18, 46, das ist sehr, sehr wenig. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Team Dynamics, 27. Keatings, Boa Ben. Es muss doch irgendwo noch was Sinnvolles geben. Bei ihm, dass er gut trainiert hat. Meinetwegen 28. Wir machen immer so Klickerchenschritte. Das ist echt... Was bei ihm? 5 Punkte? 29. Ja, toll. Super Sache. Wie sieht's hier aus? Wir haben keinen Führungsspieler mehr. Neil Alexander ist runtergefallen. Eckersley als Captain. Ja, das ist halt das Problem. Der spielt momentan auch wenig, ne? Der spielt momentan auch wenig. Aber schaut euch das an. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Kevin McCarthy. 15er Form. Aber gut. Die Rangers haben wir jetzt heute. Eventuell könnte ich da mal versuchen, hier ein paar zu schonen, die von der Frische nicht so gut sind, weil ja, das ist zwar eine Woche danach noch Pause, aber das geht eben sehr, sehr schleppend. Jason Holt, dann auch für Robinson, oder? Oder nicht? Na ja, gut, da müsste ich eher gucken, dass er sich einspielt. Dass er sich einspielt, das wäre irgendwie besser. Billy King, Nicholson, vielleicht dann für Walker. Auf der rechten Seite von Beginn an. Lima Gomis könnten wir mal einsetzen für Boa Ben hinten. Das könnte passen. Patterson. So viele Möglichkeiten gibt's leider nicht, das jetzt zu machen. Ich könnte jetzt sagen, okay, McCarthy wieder rein, aber das wäre dann eben wieder der umgekehrte Schritt. Habe ich hier nicht noch einen Rechtsverteidiger? Irgendeinen, der anständig spielt. Fraser Kearney, da kannst du auch knicken. Lee Russell ist ja noch schlechter. Da haben wir leider keine Möglichkeiten. Da gibt's leider keinen. Also Patterson wird leider auflaufen müssen. So blöd es auch immer ist. Gucken wir mal in die Taktik rein, wie die aufstellen. Wie die aufstellen. Ich denke, wir werden auch ruhig mal ein bisschen riskanter spielen. Siegprämie. Nee, nicht gegen so einen Gegner. Soll es nicht respektlos klingen. Aber da müssen wir auch so gewinnen können. Ganz, ganz ehrlich. Also wenn die Spieler auch sehen, wie dicht sie dran sind, immer wieder mit einem Ausrutscher rechnend, des großen Gegners. Und dann dieses Spiel im Hinblick, das ist ja schon das übernächste gegen die Rangers. Ich denke mal, da entscheidet sich das in beiderlei Hinsicht. Also wenn die gewinnen, glaube ich schon, dass sie durch sind. Da haben sie 4 Punkte Vorsprung Minimum, ne, was natürlich hier noch passiert. Und wenn wir gewinnen, dann haben wir es in der Hand, denke ich. Denke ich oder hoffe ich, wünsche ich mir. Das wäre super. Also der Dowie, Andy Dowie, das ist der Stärkste in der Abwehr. Ansonsten hat QRS eigentlich kaum irgendwas zu bieten, was uns Angst machen müsste. Selbst vorne die beiden Stürmer mit einer 58, mit einer 60 und der 10er hat auch eine 58. Deshalb, also das Spiel müssen wir ganz klar gewinnen. Das ist der Tabellenvorletzte.
Aber es ist eben immer gefährlich, weil die eben kämpfen. Die kämpfen eben dagegen, nicht abzusteigen. Und viele Spieler haben sie nicht mehr. Und gerade gegen solche großen Gegner, wo du dir eben denkst, okay, eigentlich habe ich keine Chance, dann muss ich eben genau versuchen, diese zu nutzen. Ich sollte mal das Merchandising nochmal zeigen. Ist nochmal ganz interessant, das nochmal zu gucken, auch die Trikotverkäufe. Daniel Wilson, fast 1000. Ich will es jetzt nicht bewerten, ob das ein guter Wert ist für eine schottische zweite Liga. 1000 Trikots, jetzt über einen Zeitraum von einem Dreivierteljahr. In der letzten Woche 8 nur. Also ihr seht, wir haben sehr, sehr geizige Fans. Es passt auch perfekt, ne, zu den Schotten. Die sind zwar fanatisch, aber geizig. Und die sieht aber trotzdem insgesamt gut aus. Wenn ihr mal schaut, wie die Kalkulation war, das ist die blaue Linie, und wie jetzt ihr tatsächliche Gewinn aussieht, das ist schon ordentlich. Da ist schon eine Spanne dazwischen. Das Restbudget hier seht ihr, minus 33.000. Da ist nichts, ne? Also Finanzen, da könnte man jetzt schauen, ob man irgendwas erhöhen darf. 170. Lasst mich mal gerade überlegen. Ich denke mal, ich werde es so machen. Ich werde versuchen, hier noch zu warten, ob da noch irgendwas passiert, weil ihr seht, wir sind ja eigentlich fast überall im Plus gegenüber dem, was vorher kalkuliert wurde, außer bei den Fernsehgeldern. Wenn das noch ein bisschen steigt und es hier dann noch mehr wird, dann kann ich eventuell alle Budgets ausgleichen. Das heißt, Transfers, da müsste ich ungefähr 30 aufbringen, bleiben noch 140. Infrastruktur 125, dann wären wir noch bei 15. Dann hätte ich nur noch eins. Eins, was irgendwie so ein bisschen in Schieflage ist. Das wäre toll. Das wäre auf jeden Fall für meinen Job, für meine Garantie, für meine Sicherheit, wäre das Gold wert. Und das, die mich nicht rausschmeißen. Ich hoffe das zwar, dass es auch so nicht passieren wird. Aber, na, das steht ja auch hier. Ne? Wenn man mal ins News Center, ne, wo war das denn? Hier oben auf der Zentrale. Wenn man hier schaut mit den Budgets, hier steht's. Sie haben derzeit mindestens 2 Budgets überschritten. Das kann sie den Job kosten. Das kann. Das kann, aber ob es passiert, wissen wir nicht. Normalerweise sollte der oder die Präsidentin eigentlich nicht so drauf sein, dass sie mich da rauskickt. Man weiß es aber nicht, aber bin ganz guter Dinge, dass wir das schaffen. Sportlich ist allemal noch so viel geboten. Wir haben noch das Rangers-Match, wir spielen nochmal gegen die Hibs und wir haben immer noch den Aufstieg vor der Nase. Und da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, dass viele, viele von euch dann auch dabei sind. Macht einfach momentan sehr, sehr viel Spaß. Euer Baumi, macht's gut, ciao.